Yo, was geht, liebe Leute? Oh, Licht ist aus. Was geht, liebe Leute? Wochenende. Sus. Wochenende. Oh Gott, ich bin voll zu spät. Ich muss Helen abholen vom Bahnhof. Oh mein Gott. Also dann, lass uns Helen abholen. Fuck. Wir sind zu spät. Ups, wir sind zu spät, Leute. Helen steigt ein. Mir ist kalt. Entschuldigen Sie für die 10-sekündige Verspätung. Ich friere. Oh nein, warte, ich mach dir Popo-Heizung an. Ich mach mir auch Popo-Heizung an. Ich war leider ein bisschen beschäftigt. Das Business läuft. Man muss arbeiten, danach erst entspannen und das Glück genießen. Heute läuft Dschungelcamp um 20.15 Uhr, deswegen will ich das gucken. Fängt also, das an? Ja. Leute, komm, gucken wir uns die kranken Leute an, die sonst was essen. Ich würde jetzt... Ich hoffe, die essen heute was. Ich freue mich. Was willst du denn, dass die essen? Würmer. Was noch? Kakerlaken. Was noch? So richtig knackig. Wer sehen will, wie Helen mal Kakerlaken isst, schreibt dann mal. Wirklich, wenn da von euch nichts kommt an Kommentaren oder so, passiert auch nichts. Also. Okay, komm, lass mal losfahren, sonst sehen wir nichts mehr, oder? Ja. Heide. Ein Wiedersehen mit meinem Schatz. Ich meine nicht ihn, sondern... Bobby! Da am Fenster. Bobby, ja. Der ist hingeflogen. Bobby, ja. Da. Bobby! Hallo Mama, du hast was Leckeres zu essen gemacht? Ja, du. Ich will sehen, was das ist. Ich kann die Kamera nicht mehr halten. Lecker, bitte. So, eins, das reicht für Helen. Boah, Mama. So. Was ist das, Mama? Ja, das ist, das heißt Kulake auf Bosnisch, keine Ahnung. Kulake auf Bosnisch, Leute. Ja, so, ich denke, es reicht, oder? Das reicht, das vielen, vielen Dank. Ja. Wow, also dann. Erstmal deine Äpfel. Die sind alle für mich, Leute. Ja, die Leute wissen schon. Du musst ein bisschen abnehmen, sagst du. Leute, ne? Ich muss ja in ein Hochzeitskleid reinpassen, ne? Also, bevor dann mein Kleid hinten so reißt. Och, Herr. Küçük Helen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, hübscher Mann. Guten Morgen, hübsche Frau. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Leute. Hast du so geschlafen? Ja, ich hab so geschlafen. Wow. Wow. Tschö, Bobby. Hallo, Schatz. Hallo. Wie fühlst du dich mit deiner neuen Jacke? Meine Jacke, ich finde meine Jacke schön. Ich will mir gerne Schuhe in diese Farbe holen. Damit das so Style ist. Und dann meine Haare auch so färben. Du musst dich bitte anstellen, das piept zu viel hier. Ja, aber es ist gleich rot und dann schnell ich mich an. Ja, jetzt explodiert das Auto. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Nobis, für die, die es nicht kennen. Hier gibt es eine Bäckerei in Aachen. Das ist eine Bäckerei von den Griechen. Nein, das ist nichts Griechisches. Doch. Nein. Was sagst du da? Ich wollte auch mal so reden, Mann. Ach so, wenn das aber griechisch wäre, dann würde es heißen Nobialidis oder Nobiabilopoulos. Also bei den Aachenern hier in Aachen gibt es eine Bäckerei, das heißt Nobis und das gibt es nicht bei uns in Wuppertal. Und deswegen gehen wir jetzt da Brötchen essen. Ja, da gibt es so lecker Backeibrötchen. Sie liebt Backeibrötchen. Genau, ich habe das einmal gegessen, das war so lecker, Leute. Deswegen habe ich heute Lust gekriegt. Ja, und mein Schatz hat dann direkt ja gesagt. Deswegen gehen wir jetzt da frühstücken und danach gehen wir in die Stadt. Also heißt das, wir gehen heute wieder einkaufen. Ja, aber das, was Helen nicht weiß, ist,
Bald beginnt Bundesliga und dann gibt's samstags kein Shoppen mehr. Okay. Ich werde ja noch gestylt für meinen Auftritt hier gleich im Marquis Plaza und mal unseren ja, Catwalk hier. Danke für meine Stylistin. Also, wir gehen da jetzt. Ich habe Hunger. Ich habe keinen Bock mehr zu reden. Weil er Hunger hat. Also, wenn er Hunger hat, wird es immer aggressiv, Leute. Okay, ciao. Drücken. Entschuldigung, das ist 10. So. So wird das gemacht. Man lässt den Frauen die Tür aufmachen. Hier steht ziehen. Also, wenn er ziehen steht. So geht's. So, Leute, unser Frühstück. Oh, Backeibrötchen ist so lecker, oder? Hä? Mhm. Und dann dieses Laugenbrötchen. Das Macchiato hier schmeckt auch voll. Ja, also wirklich, wir sind schon öfters hier Frühstück gekommen, weil es lecker ist, ne? Ja, es ist wirklich sehr, sehr lecker, Leute. Ja, sehr lecker. Also dann, Akrit Olsun, Kai Orexi, guten Appetit. Meine Stylistin muss wieder ein bisschen da, dankeschön. Sie wird auch vernünftig dafür bezahlt, keine Sorge. Wir haben hier den Mindeststundenlohn von 1 Euro. Der Kaiserpalast. Aachener Dom. Ja, stellt euch mal vor, so eine kleine Kaiserin. Kaiserin Selen die Erste spricht von euch da. Hör mal, geht ihr bis oben da zum Turm und dann macht ihr wohl so einen Körper und springt runter. Wer isst nicht gerne heiße Maronen? Mahoni. Ich werde die gönn ich mir jetzt, ne? Ach ja, und wir waren jetzt gerade noch nirgendwo. Wir essen nur ganze Zeit. Leute, ey, wirklich, also ich habe so ein schönes Geburtstagsgeschenk, beziehungsweise wir für meinen Vater, aber wir sagen natürlich nicht was. Genau. Ich freue mich sowas von, der ist so süß. Oh, ich habe mir das wirklich vorgestellt. Ja, also dann auf Baba und die heiße Maronen. Mahoni! Kennt ihr die Leute, die ins Müller gehen und sich so Parfüm einschmieren? Solche sind wir nicht. Solche sind wir nicht. Leute, das Suchen hat ein Ende. Nach wochenlanger Suche wurde Selen nun mit ihrer Cola glücklich und zufriedengestellt. Leute, wirklich, wenn ich das jetzt hier nicht gefunden hätte, wäre ich zum Real gefahren. Und Gott sei Dank, ich habe die auch noch in Kalt gekriegt. Jetzt genieße ich es. Endlich. Voll die Werbung. Warte, boah, trink nochmal einen Schluck, dann baue ich jetzt voll einen Effekt für die Leute an mit Musik. Komm. Boah, Schatz. Krass. Das gibt's voll. Krass. Komm jetzt schon mal. So, wir haben das Geschenk natürlich für unseren kleinen Baby. Wir sind eingeladen zur Babyparty. Fortuna, neue Gespräche mit Funkel. Bleibt oder bleibt er nicht? Ich würde sagen, let's go weiter zum Auto. Und dann gucken wir mal, was noch weitergeht, ne? Also dann, bleibt gesund. So, bah! Gassi-Zeit mit Bobby. Und gleichzeitig auch Selen-Ausführzeit. Mittlerweile machen wir hier unser 6. Vlog. Und weißt du, was komisch ist? Das ist schon 6 Wochen. 6 Wochen, wo wir so einen Scheiß machen, was vielleicht einige interessiert oder vielleicht auch keinen interessiert, wer weiß. Aber, weißt du, was interessant wäre? Findest du nicht? Schreib doch mal. Ist das interessant? Wenn nicht, ist mir das eigentlich auch vielleicht ein bisschen egal. Bobby! Aber, ist trotzdem gut, irgendwie Feedback zu kriegen, ne? So in den Kommentaren zu sagen, boah, Leco, du bist so geil. Du bist einfach der Hübscheste, den ich kenne. Oder vielleicht über sie mal was zu schreiben, ne? Sowas zu sagen wie, oh, Selen, du bist so fail. Wir gehen wieder essen. Wir gehen jetzt schön all you can eat. Weil wir einfach fett sind. Weil wir einfach das Leben genießen wollen. Genau. Na, egal. Wir gehen jetzt schön essen und danach, boah, wird es mal wieder Zeit für eine kleine Popcorn-Aktion im Kino. Sieht man, wie ich meine Ohren bewege? Ja? Das hier haben die Lohre hier fotografiert. Das war meine Mann.
da hat jemand wohl Blumen gekriegt. Gehen wir das jetzt filmen? Gehen wir das mal fotografieren, ne? Okay. Meine Mutter ist voll stolz gerade, dass sie Blumen bekommen hat. Lass mal gucken, Leute. So, hier sind die Blumen. Wow! Ja, hör mal, Mama, freust du dich, Mama? Ja, das passiert einmal im Jahr. Ich liebe jeden Tag mehr und mehr. Ich finde die Farbe sehr schön. Also, Männer, nehmt euch bitte ein Beispiel an meinem Schwiegervater. Je länger ihr verheiratet seid mit euren Frauen, solltet ihr sie auch desto mehr lieben und immer wieder eure Liebe so zeigen. Ein einfaches Ich liebe dich geht auch. Nee, geht gar nicht. Wir haben uns auf dem Weg anders entschieden. Wir sind jetzt hier bei einem leckeren Italiano. Ja, Leute, hier ist es richtig kuschelig. Voll gute Laune habe ich jetzt hier. Oh nein. Ja, voll gemütlich. Mal gucken, was wir so alles essen und bestellen. Ihr werdet es sehen. Ich habe voll Hunger. Was? Ich habe voll Hunger. Okay, dann sind wir gespannt, wa? Leute, eine kurze Lernstunde. Eine Knickelstunde, wie man sagt, ne? Wenn alles serviert ist, wie beginnt man hier dann zu essen? Was benutzt man wie? Also, man fängt von außen an und geht nach innen. Genau richtig. Und wo hast du das gelernt? Titanic. Titanic. Das Witzige war, ich auch. Guck dich Titanic an, dann lernt ihr, wie man sich zu verhalten hat beim Essen. Kommen die eigentlich später in die Waschmaschine oder werden die weggeschmissen? Steckt die ein, uns fehlen zu Hause noch ein paar. Die sind schön, die sind Qualität. Oh mein Gott. Schatz. Beide hier, Leute. Alles auf Person. Jawohl, müssen wir alles teilen, was wir essen, damit die Leute wissen. Ja, Leute, das muss sein. Aber, boah, das sieht lecker aus. Ja, das riecht lecker. Riecht lecker, ja. Also dann, guten Appetit. Cali Horixi. Auf Wiedersehen. Genau, das reicht. So, wir haben gegessen, wir haben bezahlt. Und, was war noch? Sag mal, wer ist hier wirklich ein Casanova? Hier, sag doch mal. Mhm. Hat's geschmeckt? Ja, es wäre sehr lecker. Und wir bewerten das jetzt hier. Und zwar, wir haben unter uns abgeklärt, dass wir für dieses Restaurant 7,5 Punkte geben würden. Von möglichen 10. Denn wir haben einige Abzüge leider zu bemängeln, die aber unsere eigene Meinung bleiben, denn wir möchten keine öffentliche Kritik hier äußern. Das ist, was wir untereinander hier in Verschwiegenheit behalten werden. Ne? Und was man mal sagen kann, dass ich den perfekten Abschluss dieses perfekten Abends hier gemacht habe. In Form von... Leute, ich habe mal wirklich eine Frage, ne? Das ist ja eine Einfahrt. Was ist, wenn man aber hier wirklich einmal reinfährt, dann wieder später hier rauskommt, aber wieder hier rein muss, um wieder zu parken? Ist es dann keine Zweifahrt? Schatz, ich habe hier was gefunden für dich. Ey, du bist so scheiße, wirklich jetzt. Ja, ich hatte nochmal Blumen gekauft, also Entschuldigung. Nee, meine Blumen habe ich da auch. Ich spiele jetzt damit, ja? Oh, die Durchsage. Düt, düt, düt. Liebe Kunden, wir haben die kleine Helen gefunden. Mutter oder Papa soll sie bitte am Zwergenland abholen. Das sind wirklich Beweise, die im Internet landen. Und aufgrund dessen kann ich eine Anzeige erstatten. Wollen du Rosa kaufen? Was hast du da geholt? Leute, wisst ihr was? Was? Hä? Guck, was wir gucken. Leute, wisst ihr was? Ha. So, wieder einmal muss ich beweisen, was das für ein Lügner ist. Und zwar, schaut her auf. Es hieß, ich möchte keine Popcorn. Ist ja okay, dann hole ich eine kleine, wenn du nicht willst. Also, dann kannst du ihr Sparmenü nehmen mit Wasser. Ist ja okay, wenn du trinken willst, dann hole ich, ne? Ist ja okay. Also mit Getränk.
Wir kriegen die Popcorn, ne? Was macht er? So, ganz ehrlich, du wolltest keine Popcorn haben und dann, was soll das? Lass mich doch. Sogar der Typ an der Kasse hat uns ausgelacht wegen dieser Aktion. Man muss das System austricksen, weißt du? Sparen, aber viel essen. Leute, wir sind die Letzten hier im Kinosaal. Der Film hat ein Ende. Ja, der Film war so geil, Leute, wirklich. Überraschenderweise echt sehr, sehr guter Film, ja. Fand ich. War okay, doch, war gut. Ey, was ist das da oben? Das sieht voll gruselig aus. Nicht guck, das da. Guckt uns an. Nein, nicht da. Guck, oh, der da. Typ da. Ja, was ist guckt da? Euch das an. Da guckt uns einer an. Vergiss deine Blumen nicht. Wir sehen uns nächstes Mal, wa? Und reservieren mal ein paar Plätze, ja? Und reservieren mal gute Plätze, dann. Wir gehen. Also dann, ciao. Geschlossene Gesellschaft, ihr seid nicht dabei. Sorry, also raus. Ciao. Kalimera, Gunaidin, good morning und so. Boah, ist das gemütlich. Kalimera, Gunaidin, good morning und so. Wir haben 14.14 Uhr, Kalimera, Gunaidin. Wir haben 14.14 Uhr, Bobby, was sagst du dazu? Hä? Komm, Bobby, spielen wir. Wer ist da? Wer hast du entdeckt? Und, sind wir sicher, Bobby? Wir gehen Ilia besuchen. Wir sind im Krankenhaus. Ja, man muss auch die Familie besuchen, ne? Die auch im Krankenhaus sind, Leute. Also, und außerdem gehen wir danach ein bisschen über die Grenze nach Holland. Die haben auf, die Holländer, ne? Und dann hier ein bisschen mal gucken, ein bisschen, ja, nur noch ein bisschen so shoppen, weil ihr wisst, Kaufsucht und so weiter muss man jeden Tag ein bisschen, ne, beruhigen und runterkommen. Ne, und, naja, so, da die noch so, da die Frauen heute was brauchen, ne, erzähle ich euch mal eine Geschichte. Und zwar, es war einmal ein Bobby. Es war einmal ein Bobby. Dieser Bobby wollte einmal R.A. Das darf ich nicht sagen. Hey, der Hund ist so schlau. Aber wenn man das buchstabiert, das Wort, dann weiß er, dass man mit ihm Gassi gehen muss, ne? Er versteht das auf Griechisch, auf Türkisch, auf Deutsch. Bob, ich muss jetzt gehen, mein Schatz. Bist du jetzt sau? Okay. Das ist beleidigt, das ist echt wirklich beleidigt. Wenn man irgendwo hingeht, ohne dass man ihn mitnimmt. Egal, naja. Let's go aber jetzt. Oh Gott, Leute, wir haben einen Notfall. Ruf doch den Krankenwagen, bitte. Wir gehen jetzt. Bitte zeig mal deinen kaputten Nagel. Wir gehen in den Graben, in den Garten. Alles wegen den Schuhen. Nike, es kommt ein Schreiben. Rest in Peace, Tinas Nagel, 13.01.19. Möchtest du noch eine Abschiedsrede halten, Christine? Das waren 40 Euro umsonst, die Nägel, ne? Leute, kennt ihr die Menschen, die Nagel verloren haben, direkt einen Snap davon machen? So eine ist sie nicht. Raus aus dem Krankenhaus, ich schalte die Luft da nicht aus! Ich werde verrückt! Da siehst du dann, wie heißt denn, Christina, diese Dinger, die man in den Arm hat? Infusion? In diese... Ach, diese Zugang. Dieser Zugang da, wo diese Infusion läuft und so. Okay, wir gehen jetzt ab nach Holland. Wir fliegen jetzt! Was? Wir fliegen? Nein, wir brauchen diesen Pass, weil wir gehen jetzt über die Grenze. Und dann weißt du Bescheid, das Business läuft. Willkommen in den Netherlands. Ziemlich. Dankeschön. Ich sehe schon die Luft ganz anders, wenn du weißt, was ich meine. Kennt ihr diese Leute, die sich in eine Umkleidekabine aufnehmen? So einer bin ich nicht. So Leute, wir sind hier angekommen zum Essen. Tja, eben waren wir noch in Holland, jetzt sind wir in Belgien, ja? So schnell geht's hier, wenn man den Aachen liebt. Und das ist unsere Vorspeise. Ich muss schon sagen, guck mal, die macht direkt Foto. Ja, man muss alles festhalten, weil es hier echt sehr, sehr lecker schon mal aussieht, ne? Mal gucken, wie die Hauptspeise wird. Hauptspeise ist on the building. Hauptspeise ist da. Guten Appetit. Leute,
Ich weiß nicht, wie wir das alles aufessen werden. Du musst. Guten Appetit. Auf Wiedersehen. Kaliorexi. Wir sind jetzt mittlerweile zu Hause und wir haben uns gerade mal ein bisschen mit meiner Schwester so alte Videos reingezogen, mit Selene zu dritt, über unsere Verlobung, Urlaub, wo wir gemacht haben in Griechenland, Türkei und so weiter. Da waren so geile Sachen dabei, wenn ich mir die jetzt anschaue. Boah, Schatz, sag mal, war das nicht witzig auch? Ganz ehrlich, das waren voll coole Videos, wa? Ja, und weißt du, was ich überlegt habe? Falls... Die fliegt da rein und... Oh mein Gott. Wer Bock drauf hat, ohne Witz, wa? Weil das war schon eine Überlegung von uns, aber wer Bock drauf hat, lass doch mal wirklich so irgendwie ein paar Likes da oder schreib mal in den Kommentaren, sag mal Bescheid, weil dann können wir wirklich mal... Wieso schneiden wir nicht so schön ein Highlight-Video raus? Ne, wäre cool. Auf jeden Fall sagt Bescheid, wenn ihr sowas gucken wollt. Wenn nichts kommt, dann kommt nichts. Dann, keine Ahnung. Was soll man sagen? Wer redet, dem wird geholfen. Bist du auch der Meinung, Bobby? Wer ein Extra-Video von Bobby haben möchte, da können wir auch gerne behilflich sein. Also, Bobby? Guten Morgen, Calimera. Guten Abend. Good morning. Yes. Der Montag ist da. Es wird gearbeitet und Selen ist wieder weg. Weg. Ja, das Wochenende ist um. Es wäre sehr, sehr lecker. Wir haben echt viel gefressen. Boah, aber es war lecker. Herrlich. Nächstes Wochenende ist, by the way, Selen wieder hier in Aachen, weil da gibt es aber dann wieder Anlässe, wie zum Beispiel Ciao Mama und Papa. Ja. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Und wir sind auf einer Baby-Geburtstagsfeier. Genau. Davon werdet ihr dann nächste Woche noch was sehen. Bis dahin würde ich dann nur sagen, ne? Genießt die Woche mit dem Regen. War ekelhaft. Das Wetter war ekelhaft. Ich hoffe, es wird besser. Also hier zumindest in Aachen war es wirklich regnerisch und so. Genießt dann jetzt die Stadt in der Woche. Bis zum nächsten Wochenende. Bleibt gesund. Das sage ich immer. Oder, Schatz? Ja. Bleibt gesund. Nicht krank werden. Schön Schal anziehen. Es ist sehr windig. Es ist sehr windig. Also, bis dahin. Wir sehen uns dann. Bis dann.